Ja, hi, hier ist der Olli von Session Music Zeug und schaut die Brian May Black Special. Black Special. Und ich meine, wer kennt sie nicht? Red Special, natürlich eine sehr, sehr berühmte Gitarre von Brian May, dem Gitarristen von Queen. Ja, ich meine, Queen ist eine der allergrößten Rockbands oder Art-Rock-Bands in den frühen 70ern sogar noch, die es überhaupt gibt oder gab. Leider ist ja Freddie Mercury tot und seitdem ist natürlich Queen nicht mehr Queen. Das wisst ihr alle. Und viele Legenden ranken sich natürlich auch um diese Gitarre von Brian May. Ne? Und da habe ich mir mal gedacht, okay, schaffe ich mir mal diese Bürde auf, ja, und denke so, okay, schau dir mal die Gitarre genau an. Ja. Ist natürlich so, dass einem das erstmal so ein bisschen Angst macht, was so die Schaltung angeht und so weiter. Ne? Und da sind so ein paar Dinge verwirklicht worden, die man in normalen Gitarren erstmal nicht findet. Ich meine, ihr kennt natürlich alle eine Strat, ihr kennt natürlich alle eine Les Paul und so weiter. Und es gibt dann immer noch mal so ein paar Modelle und so ein paar Gitarren, die ein bisschen anders sind und die auch mit Absicht anders gebaut wurden. Ne? Und ich meine, Brian May wollte damals am liebsten eigentlich eine Strat spielen, so wie viele andere Musiker auch, ne? Und hat dann mit seinem Vater zusammen wirklich eine Gitarre in Heimarbeit hergestellt. Ne? Aus einem Stück Kaminholz, Mahagoni, dann irgendwie eine Tischlerplatte, ne? Ein paar Hohlkammern gefräst. Die meisten Bauteile wurden selber hergestellt, also sehr, 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 sehr krass aufwendig. Und ich glaube, niemand außer Brian May selbst und sein Vater weiß ganz genau, wie die Gitarre gebaut wurde. Und es gab viele Repliken, auch von Burns und so weiter. Und jetzt habe ich hier praktisch eine Gitarre am Start, die in den meisten Punkten so ähnlich ist wie die Original Red Special. Eine Original Red Special werdet ihr nur selber bauen können. Aber im Prinzip ist die Gitarre sehr, sehr interessant, weil natürlich vieles aus der Schaltung herrührt. Ne? Also viele Brian May Sounds leben davon, dass die Pickups out of phase laufen. Ja, und dazu, ich meine, ich habe zu out of phase ein bisschen gespaltenes Verhältnis, weil ich kann mich noch erinnern an meine erste Strat. Ich werde es euch nicht erzählen, was das für eine war. Auf jeden Fall war dort aus irgendeinem Grund der Mittelpickup out of phase angelötet. Ich glaube, da hat einfach jemand schwarz und weiß verwechselt, wie das auch immer so ist. Und ich habe mir seitdem gemerkt, out of phase klingt nicht gut. Ne? Hab ich mir gesagt, das klingt irgendwie komisch, klingt so nasal und so weiter. Ne? Und dann habe ich erst viel, viel später dann also erfahren, okay, dreh doch mal den Mittelpickup um, dann ist es nicht mehr Autophase. Und dann war ich auf einmal glücklich, weil dann klang meine Strat wie eine Strat. Ne? Okay, bei der Red Special oder bei der Black Special in dem Fall ist es ein bisschen anders. Ich habe zwar auch 3 Single Coils am Start, die aber anders verschaltet sind als bei einer Strat. Ja? Zum Beispiel, ich habe hier oben die einen Ausschalter. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf den hinteren Steg Single Coil. Das klingt dann etwa so. Recht höhenreich. Und wenn ich jetzt den mittleren Pickup dazu schalte, dann habe ich im Prinzip nicht wie bei einer Strat eine Parallele dazu schalten, sondern eine Serielle. Dadurch gehen die Brummgeräusche weg, ne? Hört ihr ja? Und die Gitarre klingt Humbucker ähnlicher, weil die beiden Spuren laufen jetzt wie ein Humbucker. Dadurch ist das Ganze etwas wärmer.
interessant. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch den Hals-Pickup alleine spiele, ne, ich mal so die Gitarre aus, dann ist es auch nicht wie eine Strat, natürlich nicht, weil der Pickup hinterm 24. Bund sitzt. Dann sieht man natürlich auch praktisch die Konstruktion der Gitarre. Ne? Der Hals ist sehr, sehr weit raus. Der Body ist sehr, sehr weit oder sehr weit links, der Body ist sehr, sehr weit rechts. Man hat super krass geilen Zugang zu den hohen Lagen. Ne? Aber dadurch hört sich natürlich auch der Hals-Pickup etwas anders an. Ja? Wenn ich jetzt den Mittel-Pickup dazu schalte, ja, dann habe ich im Prinzip wieder so einen flötenartigen Humbucker-Sound. Ist natürlich lustig, wenn man da auf die hohen Lagen geht. Es ist super, super. Jetzt werdet ihr natürlich alle warten, was meint er mit Out of Phase. Ne? Also bei Out of Phase ist es so, dass wenn ich die Pickups polar verdrehe, sich die Mitten auslöschen. Ja, das kann ich euch mal zeigen. Ich gehe mal auf den hinteren mit dem mittleren. So ist es praktisch in Phase. Jetzt Out of Phase. Nochmal in Phase. Ja, also das ist halt ein bisschen aus der Mode gekommen, der Out-of-Phase-Sound. Ich meine, den kennst du auch von der Peter Green-Schaltung oder auch Jimmy Page hat es gerne mal gemacht bei seiner Les Paul. Ist halt so, dass die Mitten sich praktisch auslöschen und die Höhen dazukommen. Ähnlich so, wie wenn man bei einer Stereoanlage die Speaker verkehrt rum anlötet. Ne? Da hat man auch, wenn die nicht in Phase laufen, hat man viel, viel weniger Bass. Ja? Und genauso ist es auch bei der Gitarre, hat weniger Bass, mehr Höhen. Und dadurch erreiche ich natürlich einfach mehr praktisch mehr Durchsatz. Ne? Und das ist natürlich eine Geschichte, ist natürlich sehr, sehr krass eng verbunden mit Brian May. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr unkonventionell. Ne? Das hat nichts zu tun mit einer normalen E-Gitarren-Schaltung, wo man so flugs, zack, 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 alles hinbekommt, sondern man muss schon schauen, dass man das zum Klingen bringt. Ne? Zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt alle drei Pickups anmache, der Sound gefällt mir sehr, sehr gut und ich habe jetzt praktisch einen sehr, sehr fetten Ton. Weil natürlich alle als Humbucker laufen, alle drei laufen durch. Ja? Und wenn ich dann einmal hier praktisch die Out-of-Phase schalte, habe ich einen sehr, sehr geilen Rocksound. Wenn ich hier rüber gehe, ja, ist es etwas mittiger.
Jo, das war's schon wieder fast von mir. Ich habe euch heute die Brian May Black Special gezeigt. Ihr kennt natürlich alle die Red Special. Diesmal war es dieselbe Gitarre in schwarz. Super geile Schaltung. Echt selber mal probieren. Ist mir eher am liebsten. Ihr kommt in den Laden. Das wisst ihr ja. Mir hat Spaß gemacht. Ich sag tschüss.